Ja, da waren wir in den Minen. Sie hat doch gesagt, wir treffen uns hier. Petra! So, wo ist sie nur? Wo bist du denn? Das heißt nicht Petra, sie heißt Petra. Blöder Zombie. Zombies in den Minen. Ah, das hat mir gefehlt. Na. Der Geruch weniger. Boah. Na, verschwindet. Macht euch aus meinen Minen. Verschwindet. Auf ihr ab. Naja, du bist zwar zu spät, aber immerhin kannst du noch kämpfen. Spät. Ich hatte schon Angst, du wärst angerostet. Ich das Leben kann ich mir nicht nie einmal vorstellen. Leute führen, Formulare ausfüllen. Bäh. Ja, es ist wirklich eine Weile her bei mir. Oh, das ist offensichtlich. Du trägst nicht einmal eine gute Rüstung. Ich wollte die teuren Sachen nicht verbeulen und... Außerdem musst du gerade reden mit deinem Eisenschwert. Wo ist dein schickes Goldenes mit all den Verzauberungen? Ich weiß nicht, wann ich dich zuletzt ohne es gesehen habe. Ich, Zombies. Also, was machen denn Zombies hier unten in den Minen? Was wollen die von uns? So langsam, Zombies. Typisch. Was machen die? Was machen Zombies hier unten in unserer Mine? Zack, 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 zack. Oh, da werde ich angegriffen. Ah, zack. Oh, oh. Ich bin geschwächt. Ah, verdammt. Bin ich doch ein bisschen eingerostet. Na komm. Ah, Petra. Petra, Vorsicht, du musst Jesse mir noch, doch noch helfen. Doch, schön, dass du etwas da eingerüstet. Manchmal habe ich Angst, dass du gar keine Zeit mehr für mich, für deine Freunde hast. Ich meine, ich verstehe ja, dass du deinen Job magst und so. Aber ich habe immer Zeit für dich. Hey, jetzt bin ich doch hier, oder nicht? Ich nehme mir immer Zeit für dich. Ich nehme für meine Freunde immer Zeit. Aber jetzt, wo du es sagst, mir scheint, uns fehlen da 1, 2, 3... Axel hat in Boomtown zu tun, Olivia benotet irgendwas in Redstonia und Lucas... Schreibt, dachte ich mir. Mann, unsere Freunde ja, sind alle langweilig sind beschäftigt geworden. Ich sage dir, wenn unsere alten Fans sehen, was wir jetzt machen... Ich meine ja nur, ganz egal, wie gut Lucas' nächstes Buch wird... Ja. Einen Withersturm töten ist einfach besser, weißt du? Das ist aber schon hart. Sie haben jetzt einfach ihr eigenes Leben, ich verstehe das. Tja, ich nicht. Naja, wir kümmern uns später um sie. Wir müssen uns beeilen. Petra, aber das nicht vergessen. Wonach genau suchen wir eigentlich hier unten? Ich sage es dir, wenn wir es finden. Vertrau mir einfach. Es ist wichtig. Mhm. Vertrauen. Ah, okay. Was war das? Lust auf ein Rennen? Was? Ja. Gehen wir Monster jagen. Monsterjagd. Ja, natürlich. Darauf habe ich doch gewartet. Mit weißt du aus und mit beschleunigen. Hups, hätte ich springen müssen. Hey, das ist Jesse, wie geht's? Jetzt spring ich allen in den Salat. Ich bin am Verhungern. Klau den Kuchen. Ja. Hoppla. Ja, sorry, ich tollpatsch. Alle in Deckung, das Ding geht hoch! Oh. Zack. Elegant drüber gesprungen. So, mal ein bisschen ausweichen. Vielleicht stolpert er nicht gerade die nächste Schlucht. Okay. Ist ja vielleicht ganz gut. Ha, schau mal da unten. Du willst mir also wirklich nicht sagen, was wir jagen? Nein, gerade das Geheimnisvolle macht es ja so spaßig. Ich weiß doch, was wir jagen. Das habe ich doch im Schatten erkannt. Na, das Monster, das scheint ganz friedlich zu sein. Der Tolpatsch hat es runtergeschafft. Ja. Dann war ich auch mal gut in... Vorsicht! ...in Quicktime-Events. Ich sehe sie! Spinnen! Igitt! Ausweichen. Oder kämpfen. Je nachdem, was man bevorzugt. Rennen auf jeden Fall. Rennen nicht vergessen. Nicht stehen bleiben. Ja. Verteidige dich.
Zack, 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 da, da welche, da welche. Hier, links einer, rechts einer. Patz. Oh oh. Spring. In welche Taste? B. Nice. Haben wir drüber geschafft und die Spinne stürzt hinein. Trauen sich nicht rüber. Mega. Da! Es ist in diese Höhle gekrochen! Bin schon dran. Na dann hinterher. Auf und davon. Und Petra ist auf der Zielgeraden. Petra. Petra. Tja, deutsche Synchronisation, schön und gut, aber mal selbst Petra. Petra helfen. Immer noch. Jetzt rette ich dich, Petra. Nein, hier gehen die Freunde. Hier gehen die Freunde vor. Oh oh. Das, jetzt muss ich mich hier gleich retten lassen. Na komm. Zack. Stirb. Stirb, Ungeheuer. Na komm, zack. So. Hinter mir. Kommt näher. Zack. Zack, 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 zack. Ich töte euch. Oder ihr tötet mich. Je nachdem. Mein erster Tod. In der Folge. Erster Tod in Staffel 2. Okay. Kämpfen wir. Na komm, abwehren. Mit L weiche ich aus. Na komm. Ich krieg. Zack. Das sind doch nur harmlose Spinnen. Die werden wir doch wohl hinkriegen. Na komm, zack, zack. Na komm, hier einer, da einer. Zack. Frisst mein Schwert. Niemals die im Rücken haben. Na komm. Niemals den Feind im Rücken. Na komm. Stirb, Ungeheuer. Stirb durch mein Schwert. Es wird ewig dauern, uns durch diese dummen Spinnenköpfe zu kämpfen. Vielleicht können wir sie irgendwie abschotten. Ja. Ein wenig Lava. Das wäre nicht schlecht. Lava. Na komm, na komm. ZR. So. Badatz. Da trauen sie sich nicht mehr durch. Das ist echt geklappt. Ha, bis dann. Hey, unfair. Warte auf mir. Und da geht es weiter mit der Geschichte. Petra, Petra! Du bist die Beste, du bist die Beste! Ich muss mal hier ein bisschen leiser machen. Ja, ich schweig mal ein bisschen. Okay, hoffentlich lohnt sich dieses Geheimnis auch. Ja, hab gerade eben den letzten Schluck aus dem Kindersektglas ausgetrunken. Oh, gleich Action. Aha. Okay, hier geht's weiter. Mit Minecraft Story Mode. Ich hatte zwischendurch eine Aufnahmepause. Silvester ist am Laufen. Beziehungsweise Neujahr. Frohes neues Jahr. Es wird wahrscheinlich etwas später online kommen. Also vielleicht nicht unbedingt am Neujahrstag. Oh, ein Lama! Aber ich feiere gerade neues Jahr, Neujahr. Moment mal, damit ich das verstehe. Ja. In dieser Quest ging es nur darum, ein dämliches Lama zu finden? Das ist nicht dämlich. Es ist nicht nur ein dämliches Lama. Es ist wichtig, okay? Anscheinend ist es ein wichtiges Lama. Riech-Lama, oder... Ach, es ist wichtig, okay? Ein Piraten-Lama. Bitte, vertrau mir einfach. Wir müssen es einfach zu seiner Besitzerin zurückbringen. Machen wir doch kein Ding daraus. Wirklich? Wie kann denn ein Lama wichtig sein? Ach nein, na, scheiße. Zu verstehen, wirklich, das wollte ich nicht sagen. Ich habe das falsch gelesen. Weißt du was? Vergiss einfach, dass ich je was gesagt habe. Och Mensch. Vergiss es. Schnapp dir einfach das Lama und verschwinden wir. Jetzt war ich der Böse. Habe ich mal eine böse Sache gemacht. Okay, hi, Lama. Komm, kleiner, braves Lama. Komm, 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 komm.
Autsch. Das war die Strafe dafür, dass es so böse war. Ja, ich muss mir eine neue bauen. Ja, jetzt ist die Rüstung schlecht. Die Rüstung ist kaputt. Lass es nicht entfischen. Ganz leise. Einfangen. Lass es einfangen. ZR. Na komm. Schnapp dir einfach das. Schnapsnahme. Das kriegen wir doch gefangen. Oh oh. Bespuckt. Komm schon. Holen wir uns dieses rüstungszerstörende Monstrum. Moment, da unten ist es stockdunkel. Wir brauchen eine Fackel. Dann köpfen wir uns doch eine. Ich hoffe, du hast das Material. Na dann. Kohle. Ich glaube, da brauche ich gar kein Rezept zu. Ich weiß, wie das geht. Minecraft Arno Erfahrung. Na, da muss man auch nichts nach Rezept craften. Es geht so. Mhm. Okay. Ganz einfach Stock und Kohle. In Minecraft Arno, also in Minecraft Switch. Da braucht man keine Rezepte zu wissen. Das craftet sich von selbst. Das ist halt die Noob-Version. Ja. Mal nicht über andere Projekte reden, während das eine hier passiert. Wie zum Teufel bist du hier hochgekommen? Wer weiß, aber jetzt kommt es runter. Ein Sprintlama. Es kann hochspringen. Na. Komm zu Danny. Was zum? Ui. Eine Welt hinter den Minen. Versteckter Raum oder was? Was haben wir denn da? Geheime Schatzkammer. Oh oh. Bin mir nicht sicher, ob wir da einfach so drauf losstürmen sollten. Das habe ich mir gerade angesehen. Was ist das? Nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Nein. Die Abenteuer lernen uns, die Bücher und Sagen lernen uns ganz vorsichtig mit mysteriösen Schätzen und dunklen Kammern. Ich habe nichts gehört. Dein Ring oder was? Frodo. Beutelin. Komm ins Dunkel. Ruhig, Kleiner. Was ist das? Ja. Ein Handschuh? Ein Panzerhandschuh? Sieht aus, als ich würde es nicht anfassen. Prismarin? Aber das findet man auch nur auf dem Meeresgrund. Tja, ein Grund mehr ist nicht anzufassen. Aber die Story lässt uns keine andere Wahl. Wir müssen es anfingern. Oh. Ich weiß doch schon, worin das endet. Wir haben keine Wahl. Wir fingern es an. Touch. Das. Oh Mann. Was ist. Woher? Was ist das für ein. Und was ein dummer Jesse. Ich weiß es nicht. Es scheint dich nicht zu verletzen und das ist gut. Ja. Sieht irgendwie. Okay, eigentlich sieht er ziemlich cool aus. Auch wenn das nicht unbedingt das ist, was. Es flüstert mir ständig zu. Es verletzt mich nicht, aber es flüstert ständig so komisch. Ich habe nichts gehört. Aber ich. Und warte, das macht mir Angst. Ihn nee, das wird nichts. Manche Gegenstände kriegt man nicht so schnell runter. Na komm. Wir können es aber versuchen. Okay. Oh, wow. Hör auf. Das Ding sitzt wirklich fest. Ich werde das Gefühl nicht loslassen. Nix. Dass du den Handschuh vielleicht Handschuh. Als wäre es deine Bestimmung oder sowas. Hoffentlich ist es kein Fluch. Ja. Kein Fluch. Nichts Böses. Das ist es doch meistens, wenn was an einem festklebt, oder? Ja, bis man stirbt. Aber das ist hier nicht der Fall. Hoffe ich.
Ja. Oh, oh, runter von der Pyramide, schnell! Andernfalls wär's blöd. Au! Oh. Gestürzt. Oh, ah. Na komm, rette mich, Patron. Komm schon, verschwinden wir von hier. Ja, komm, hol mich hoch. Ich war ein bisschen tollpatschig, wie ich halt immer bin. Okay, was um alles in der Welt ist jetzt das Ding? Das ist ein riesiger Schlund. Das war eine Falle, in die ich hineinfallen sollte. Hitzschlund? Klar, genau, Hitzschlund. Ich glaube, ich sehe den Boden nicht. Da kriege ich eine Gänsehaut. Da sollten wir doch bestimmt runtergehen. Ja, wow, das Ding ist bodenlos. Naja, wir bodenlos. Können das Ding nicht einfach so lassen. Wir oh Mann, das Bodenlose doch. Ja, da sollten wir gleich mal reinspringen. Warum auch nicht? Ja, schnell abbauen. Und zubauen. Dass nicht noch wirklich jemand reinfällt. Was ist das? Oder reinspringt. Ich weiß es nicht, aber ich habe das dumme Gefühl, dass wir das hier nicht anders regeln können. Und nicht weiter hier sein, hier bleiben sollten, sondern schnell abhauen. Wir kommen nicht so raus, wie wir reingekommen sind. Such meinen Weg hier raus. Notfalls bauen wir uns nach oben. Ja, noch. Kommt schon. Ja, das war doch eine Idee. Das war meine Idee. Bei Minecraft ist das immer die beste Lösung. Einfach oben raus. Naja, die beste Idee ist es nicht, aber im Zweifel, wenn man sich verirrt hat und absolut keinen anderen Weg mehr sieht, ja, dann gräbt man sich einfach nach oben. Und das Lama. Das ist ja ganz nah bei Beacon Town. Ja. Hier, vielleicht solltest du eine das ist bei Beacon Town. Oder sowas hinterlassen? Achtung, nicht reinhüpfen. Hier gibt's nichts zu sehen. Streng geheim verschwinde. Naja, streng geheim verschwinde, das ist eine Aufforderung. Eine indirekte Aufforderung, da reinzugehen. Ja, wissen wir doch. Achtung, Hitzschlund. Betreten des Rasens verboten. Ja. Du stehst auf meinem Rasen. Runter von meinem Rasen. Ah. Wir nehmen ein bisschen gibt's nichts zu sehen. Naja, streng geheim verschwinde, das ist eine Aufforderung. Das ist eine deutliche Aufforderung dazu, es zu machen, da runter zu gehen. Achtung, Hitzschlund, naja. Betretenes Rahmen sind verboten. Verbotsschild. Ja. Also gut. Ja, ein bisschen fahrlässig, aber ja. Ein Hinweisschild. Das wurde alles aus Prismarin hergestellt, oder? Und das findet man nur in Monumenten und in so Zeug auf dem Meeresgrund. Es gibt einen Schatzjäger, nennt sich Jack. Eine wahre Legende. Er weiß alles von über dem habe ich schon was gehört. Des Ozeans, weil wir nicht zulassen dürfen, dass das jemals wieder geschieht. Das war echt richtig. Ich kann es kaum erwarten, ihn kennenzulernen. Ich kann es kaum erwarten, ihn kennenzulernen. Ich wusste, das würde dich freuen. Ja. Und ich bringe dich sofort zu Jack, Jack Lang, wenn ich zurück bin. Das klingt doch nach einem sympathischen muss ich Typ. Erst mal um das Lama kümmern. Okay. Los jetzt. Komm. Du musst wieder nach Hause. Du kannst aber nicht einfach so verschwinden. Wir müssen was gegen diesen Hitzschlund unternehmen. Ja, das kleine Schildchen. Der ist versiegelt. Du hast das Schild aufgestellt. Können wir nicht später darüber reden? Ich muss das Lama zurückbringen. Warum ist dir dieses Lama das Schildchen, so ja, das würde es mir bedingt helfen. Du da steht drauf, den Rasen nicht betreten. Butterfrau? Ja, ja, ich wurde reingelegt. Von dieser Person, dieser Stella. Sie sagte, sie wolle es nur eine Zeit lang ausstellen und allen zeigen. Jetzt will sie es mir nicht zurückgeben, wenn ich nicht solche dummen Aufgaben für sie erledige, wie diese hier. Das ist, das ist einfach bescheiden. Ja, warum hast du denn nichts gesagt? Hast du mir denn nichts davon gesagt? Du warst ja immer unterwegs. Ich wollte dich damit nicht belasten. Belasten? Sie heißt jedenfalls Stella und sie ist total verrückt nach Schätzen. Ich wäre mal vorbeigelaufen bei dir und hätte ihr mal das, hätte ihr mal was gesagt. Dann würde ich mit ihr geredet. Moment, wie in Champion City da drüben? Ich wusste nicht, dass deren Anführer Chef so ist. Beacon Town.
barmherzig. Und hat keine Skrupel, alles und jeden aus dem Weg zu räumen. Nachstellen, lügen, betrügen. Ohne Na, mit der Schwert. Werden wir auf jeden Fall mal Wort reden. Ich muss es wirklich zurückbekommen. Hoffentlich gibt es Della dieses Mal wirklich zurück. Ich rieche Fieslinge kilometerweit gegen den Wind, Petra. Und ich lasse sie nicht davon kommen, wenn ich sie auf meiner Wacht erschnüffelt habe. Du bist echt eine Wucht, Jesse. Danke. Na los, ich kann es kaum erwarten, diese Stella kennenzulernen. Das war ein schönes Kompliment. Okay, legen wir los. Ja, die will ich mal kennenlernen. Die wird mich kennenlernen. Und kümmern uns um diesen Hitzschlund und mach das Ding von meiner Hand weg. Ja, das Ding von meiner Hand. Das muss mal los. Den Handschuh müssen wir mal loswerden. Ich habe aber das Gefühl, dass das uns das ganze Abenteuer lang begleiten wird. Dass das nicht so schnell wieder weggeht. Da wären wir so in Champions City. Da ist eine Statue eines Lamas. Vielleicht dieses Lamas. Sehr wahrscheinlich dieses Lamas. Das sieht ja sehr prunkvoll aus. Champions City. Jedes einzelne Zimmer da oben sieht exakt gleich aus. Stella ist sehr streng, wenn es darum geht, wie es hier auszusehen hat. Ich mag Bacon-Ton, ich weiß nicht. Das sieht schöner aus. Kleiner und beschaulicher. Ja, Stella will immer, dass alles nach ihren Vorstellungen gemacht wird. Was andere Leute wollen, ist egal. Ein bisschen zu stupide und kalt und nach Schablone gemacht. Kommt mir fast so vor, als wollte sie um keinen Preis zu Stella. Ich kann es nachvollziehen. Ja. Ich muss es schaffen, dass alles glatt wird. Wer würde das wohl nicht wollen? Bei Stella? Nun, da läuft fast nie etwas glatt. Ich weiß, in deinem Kopf geistert sie als schreckliche Person herum, aber sie kann unmöglich so schlimm sein. Ja, ja. Wir schaffen das schon. Du hast sie noch nicht kennengelernt. Wie auch immer, Stella hat normalerweise ihre Audienzstunden in der Mitte ihres Audienzstunden? Na, das klingt nach einer... Nun, hoffen wir mal, sie ist bereit für eine Audienz mit Jesse und Petra. Eine Audienz mit dem Zwergenfürst wird sie jetzt hier kriegen. Aber hallo. Naja. Die kriegt eine Audienz sondergleichen. Reden. Ja, wir reden hier erstmal mit einem Gärtner. Wow, schauen uns erstmal an, was hier... Siehst du die Gärtner, die sie hier los ist? Die schulden ja auch alle etwas. Jeder in der Stadt schuldet sich. Ach, ihre Schuldner. Meine Schuldner stellt sich jetzt Sklaven ein. Viele kleine Geschäfte summieren sich mit der Zeit. Die ganze Stadt wird von Sklaven geführt. Ja, immer wieder Gründe, das gefällt mir doch sehr. Und er findet immer neue Regeln. Aus der Sache mit deinem Schwert wird Stella sich nicht herauswinden. Dafür werde ich sorgen. Das holen wir uns zurück. Das knüpfen wir hier ab. Das holen wir uns. So, stiller stellen. Rein geht's da. So, Stella, wo bist du? Stella, Stella, Stella. Stella von Champion City. Ich denke, ich habe sie schon gesehen. Ja. Nicht drängeln. Wir sind doch keine Wilden aus Beacon Town. Auch noch frech werden, oder was? Also, jetzt. Umschmeichle einfach ihr Ego. Jetzt wird's langsam. Ihr Ego schmeicheln. Also, komm, ich hau mich durch die Menge hier. Mach mal Platz hier. Also. Jetzt langt's aber. Jetzt langt's hier. Ne, spuck dich an, wie ein Name. Luna, Schätzchen, du bist nach Hause gekommen. Doch, sie ist nach Hause gebracht worden, sie ist nicht gekommen. Könntest du Luna bitte in den Stall bringen? In den Käfig wahrscheinlich. Die ist mir jetzt schon unsympathisch. So ein kenn die erst seit kurzem. Stella? Oh, schau an, wen haben wir hier? Jesse, Anführer von Beacon Town. Anführer von Beacon Town. Ich habe sie echt noch nie zuvor gesehen, oder? Nein. Rivale, Beacon Town gegen Champion City? Du denkst sicherlich ich genauso. Ich mach dich platt. Oh Mann. Tut mir leid, aber du? Du bist nicht meine Rivalin. Selbst meine Haushilfsschurken sind schrecklicher als du. Ich
Stimmt. Ich weiß nicht, was für Psychospielchen du bei unserer Rivalität treibst, aber ich kann dir sagen, das wird dir gegen mich nichts nützen. Dich mache ich zum Frühstück platt. Meine Liebe. Ich liebe diesen Handschuh. Der ist einfach bezaubernd. Den würde ich dir nur allzu gerne geben. Wärst du interessiert daran, ihn einzutauschen? Aber ich krieg den nicht von meiner Hand. Das ist ein erstaunlich schlechter Tausch. Ein Welpe? Dafür? Das ist ein richtig mieser Tausch. Ja. Wie ein Pokémon willst du dein Giratina gegen dein Carpador tauschen? Ja. Ich hörte, du brauchst ein neues Schoßtierchen. Boah, wie sie den Hund da wegschleppen. Habt ihr das gesehen im Hintergrund? Natürlich habt ihr das gesehen. Ich dachte schon, Luna wäre allein zurückgekommen. Was schulde ich dir? Ein Hundewelpen? Ein Schwert? Vielleicht einen Diamanten? Nein, ich ein Smaragd. Gib uns mal das Schwert. Bring mich nicht dazu, andere Seiten aufzuziehen. Du weißt, was Petra möchte. Ich gehe nicht ohne das Schwert. Moment mal, geht es um... Oh, Petra, du Dummerchen. Ich hatte mich klar ausgedrückt. Ich handle mit Schätzen. Ich denke, wir sind hier fertig. Du sagtest, du möchtest das ausstellen. Alte Schreckschraube. Ich kann es weiter benutzen. Oh nein, Süße. Jetzt komm, schlagen wir uns mal durch. Jetzt reden wir jemand Tacheles. Du bist zu mir gekommen, denk dran. Guck mal. Im Gegenzug darfst du hier leben und musst nicht nach Beacon Town. Ist das nicht nett? Ist das nicht nett? Ich zeig dir mal gleich, was da nicht rettet. Ach, Petra, Schätzchen. Wie bitte? Du lebst hier? Also, zeigen wir ich denke, ich sollte zurück zu meiner Schatzkammer, Jackson. Und übrigens, die ist viel prunkvoller als deine. Ich mach dir gleich viel prunkvoller. Kennst du den Weg raus? Ach, was rede ich? Ja, komm, Jesse. In- und auswendig. Bring dir doch mal bei, was dir Respekt heißt. Frag einfach. Was heißt andere Leute zu respektieren? Damit lasse ich sie nicht davonkommen. Kommt sie nicht durch. Warte, ich will einfach nur mein Schwert zurück. Ich weiß nicht. Ich hole dein Schwert zurück. Ich renne da rein und. Stellas Schatzkammer ist gleich dort. Aber die Leibwächter verursachen bei mir ein mulmiges Gefühl. Die Leibwächter, ich mach die alle. Wir könnten über den Hundezwinger hol mein Schwert, Petra. Aber dort sind so viele kläffende hol meine Axt. Es muss doch einen Weg geben. Ich kümmere mich darum. Ein Weg. Wir kämpfen uns durch. Wir schleichen uns rein. Wir kämpfen. Auf geht's. Zwergenkrieger. Schnappen uns das Schwert und verschwinden wieder. Das kann uns kann die Geschichte merklich verändern. Oh. Schön. Hey, Kampf. Ihr dürft nicht hier drin sein. Und die könnt ihr definitiv nicht haben. Schnappen Sie dir. Ich mag dich. Auf geht's. Ich bin auch kein Attacke. Ich kann kämpfen. Auf geht's. Wir müssen wirklich darüber reden, Petra. Wir zeigen dir, was hier los ist. Ja, will ich. Das ist ein seltsamer Zeitpunkt. Wenn hier der Boss ist. Ruhe. Ja, sie in ihrer Stadt, aber ja. Ich versuche, hier mich zu unterhalten. Ich mach hier so. Ergebt euch. Dann bring dir mal Vernunft bei. Das Ding mit Champion City ist schon wichtig, nicht wahr? Ist es das? Ich habe halt ein Haus hier. Na und? Hey, was ist denn ein Haus, sagst du hier. Darüber müssen wir nachher mal reden. Na und? Das, ich habe das Gefühl, klären wir noch. Ablenkst. Ich? Nein, nicht du. Nein, ich rede gerade mit Petra. Du. Was meinst du mit nicht gebunden sein? Was ist mit deinen Freunden? Du meinst die Freunde, die nie da sind? Lass uns nachher drüber reden. Wir müssen jetzt hier gerade mal kämpfen. Was hast du gesagt? Egal was passiert, egal was ich tue, du bist der große Held. Du weißt wahrscheinlich gar nicht mehr, wie das mit Abenteuern da draußen ist. Du kannst doch auch der Held sein. Komm doch in die Stadt, kennst doch. Wir sind doch alle das Team, wir sind doch alle der Orden des Schweines. Und du warst spät dran. Wir können auch gemeinsam, ich will doch auch Abenteuer erleben. Komm, lass uns Abenteuer erleben. Weißt du, wie es ist? Zu Missionen zu erscheinen und zu hören. Oh Mann, tut mir leid. Nächstes Mal, nächstes Mal.
komm schon, Petra, das ist nicht fair. Wir haben alle unser eigenes Leben. Die Stadt verlässt sich auf mich. Okay, ja, das nein, dachte ich nicht, dass das darauf hinausläuft. Im ersten Part habe ich da noch drauf gebocht. Wir müssen gemeinsam sein. Ja. Trophäenköpfe, goldene Hose, Schwammblöcke, eine Diamanthacke? Das ist nicht sonderlich einzigartig. Sind noch die Diamantspitzhacke vielleicht, aber die Hacke. Okay, das ist doch schon lustig. Sie glaubt wirklich, das macht einen Helden aus? Schätze von anderen Leuten? Aber einen Schatz wird sie nicht behalten. Ja, gut. Diamanthacke ist vielleicht ein bisschen was wert, aber Schwamm, Hinderperle, ja. So, so, unsere Rivalität entbrennt wieder. Du bist unsere Rivalität. Sagt die Person, die in meine Schatzkammer eingebrochen ist, sowas machen Rivalen. Du solltest nicht hier sein. Das machen Leute, die dir mal ein bisschen Vernunft beibringen wollen. Na ja, komm. Wo ist der Button? Na komm. Attacke. Nimm das blöde Schwert. Ich habe gibt sich oder was? Schätze. Wer braucht es schon? Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt, Stella. Niemand täuscht meine Freunde ungestraft. Nee, die hat ihre Lektion nicht gelernt. Ich habe gelernt, wie du mit Andersdenkenden umgehst. Die ist sturköpfig genug, um nichts zu lernen. Geschichte unserer Rivalität angehen. Ja, unsere Rivalität. Ein Tag, den du bereust bist. Immer noch nicht meine Rivalin. Nein. Oh Mann.